Und damit herzlich willkommen zum dritten Türchen des Adventskalenders von Lemon. Wir spielen ein Spiel, was ich eigentlich regelmäßig eigentlich abgelehnt habe, weil eigentlich jeder Let's Player dieses Spiel irgendwie irgendwann mal gespielt hat. Ja, jetzt spielen wir es auch. Wir spielen Super Mario 64. Eventuell, wenn ihr da draußen sagt, ja, das ist eine gute Sache, das sollte man mal machen, wäre das der Fall. Super Mario 64, eigentlich ein sehr gern gespieltes Spiel von der Let's Player-Szene. Auch immer gerne als Anfänger-Let's Play gut geeignet, da es eigentlich eine leichte Story ist, schön umfangreich und dennoch ein schönes Spiel ist. Wir spielen, würden dann natürlich die Originalversion vom N64 spielen. Dementsprechend seht ihr das auch alles sehr, sehr klobig. Heutzutage gibt es das ja auch in HD und auf Gameboy. Und hast du nicht gesehen? Nein, wir spielen das wahre, einzige Originalspiel von, ihr habt es gesehen, 1997. Hauptprotagonist natürlich Mario. Unsere Aufgabe dann in dem Let's Play wäre natürlich, alle 120 Sterne zu kriegen. Herzlich willkommen. Durch eine Warpröhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf zum Springen, B zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung, doch jetzt genug der vielen Worte, auf zum Schloss. Jupp. Wir können Mario spielen. Zack. Das ist Lucky Two, der uns immer mal wieder die Kamera zeigt. Guten Tag, liebe Freunde der Action-Kinos, die Lucky Two Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen. Unser wagemütiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst die Perspektiven beliebig ändern. Sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen, damit zurück zum Hauptfilm. So zum Beispiel. So. Na, wen haben wir denn hier? Ist hier niemand zu Hause? Also verschwinde besser wieder. Wahaha! Was hast du zu erzählen, Toadie? Ich freue mich, dich zu sehen. Die Prinzessin, ich und alle anderen sind in den Wänden des Schlosses gefangen. Bowser hat die Sterne entwendet und benutzt sie, um seine eigenen Welten in den Gemälde zu erschaffen. Du musst die Powersterne finden. Mit ihrer Hilfe kannst du Bowsers Siegel an den Türen des Schlosses brechen. Im Erdgeschoss gibt es vier Welten. Beginne in der Welt der Bomb-Orms. Das ist die einzige Tür, die nicht versiegelt ist. Hast du 8 Sterne gesammelt, kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Dahinter befindet sich die Prinzessin. Jo, da oben. Heute zeige ich ja lediglich das Spiel, also heute machen wir keinen Let's Play. Wenn wir ein Let's Play machen sollten, würden wir natürlich wieder vom Anfang anfangen, aber die Dialoge am Anfang würden wir logischerweise weglassen. Erste Aufgabe, besiege König Bomb-Om. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig, die von Bowser erbeuteten Powersterne befinden sich da in den Gewandmelden. Sprich zunächst den Bobby der rosa Bombe B. Ach, sprich zuerst, okay. Sprich zuerst mit dem Bomben da. Ja, genau. Kannst schießen. Bla bla bla. Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Wir müssen eigentlich nach da oben. Wir können hier uns auch... Ja, genau. So sahen die Goomba früher aus. Können wir hauen. Du kannst natürlich auch auf Goomba springen, klar. Komm schon. Da. Geht auch. Alles kein großes Problem. Hier gibt es ganz viele Shortcuts. Das ist nämlich das Tolle oder nicht Tolle. Zack. Wir müssen ja das Level uns nicht ausführlich angucken, obwohl es wäre natürlich toll, aber... Extra Leben. So, hier gibt es halt diverse Shortcuts. Zum Beispiel hier kannst du dann einen aufmachen. Wir haben jetzt eben eine rote Münze eingesammelt. In jedem Level gibt es genau 8 rote Münzen. Bomb Bomb hat uns bemerkt. Und gibt eine Münze. Es gibt eigentlich nicht 6 Aufgaben in diesem Level, sondern mehr als 6. Mir wird immer nur 6 höchstens angezeigt. Es gibt aber mehr als 6. Es gibt insgesamt 7. Die 7. Aufgabe ist die geheime Aufgabe. Die geheime Aufgabe ist immer Sammel 100 Münzen. Die wird dir auch im Menü im Endeffekt nicht angezeigt. Aber das ist immer so eine geheime Aufgabe. Wir nutzen hier auch wieder den nächsten Shortcut. Ich glaube, im Let's Play würden wir natürlich erstmal hier alles direkt zeigen. So. Das heißt also, diesen ganzen komplizierten Weg nach oben können wir abkürzen, indem wir zum Beispiel auch hier uns reinstellen. Und dann sind wir so gut wie oben. Man muss einfach nur seine Tricks kennen, ne? Man muss einfach nur seine Tricks kennen. Schönen guten Tag. Ich bin der Mario und du? Ich bin König Bomb Bomb, Herrscher über alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! Ja, er hat das schon gesagt, was seine Schwäche ist. Er ist irre langsam. Das ist nämlich das Tolle im Original. Dass er so langsam ist. Zack. Na, das ist es ja gerade. Weißt du, er bewegt sich nicht wirklich. Er ist einfach nur ein bisschen schneller als wir. So, und wenn er sich ein bisschen in Gang gesetzt hat, können wir ihn wieder besiegen. Zack. Das Problem ist einfach bloß, wir müssen ihn ein bisschen in Gang setzen. Davor bringt das nichts. Ihr habt gesehen, der kann sich, ups, drehen, wie er will. Aber ist er ein bisschen im Gang, dann kann er es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Das wird wahrscheinlich, der wird das Spiel selber wissen. Ah, wie, du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein. Ich gebe dir diesen Stern, um dir meine Demut zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Das ist ja noch ein kleiner Rapper. Kleiner Philosoph. So, und das war Stern Nummer 1. Das heißt also, eigentlich sind immer kleine Aufgaben dabei. In dieser ganzen Situation. 15 Münzen haben wir gesammelt. Wir machen kurz weiter, speichern weiter. Du hast einen der gestohlenen Powersterne gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch mal im Zimmer der Prinzessinnen im Stock 1 oder im Wumms Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Ich finde die Schrift ein bisschen katastrophal, aber nun gut. Ich glaube, Nintendo hat das, glaube ich, damals als Variante versucht, eine schöne Schrift zu machen. Das ist aber nicht schön.
So, das ist hier die oben die Tür, die gemeint worden ist. Die mysteriöse Kraft der Sterne öffnet die Tür. Jetzt seht ihr nämlich auch den Unterschied zwischen dieser Version und der 3DS-Version. Der 3DS-Version gibt es, glaube ich, hier irgendwo noch hier irgendwie, glaube ich, Türen da vorne in der Ecke. Also der Minispielset, der Raum und alles drum und dran. Nein, das ist hier nicht, das ist das wahre Original, deswegen spielen wir auch das wahre Original. Hier ist die Geheimtür. Hier ist ein Schalter, den können wir aktivieren. 100 Münzen kriegen wir eh nicht. Ja, schade. So, hier gibt es auch eigentlich zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin... erste Aufgabe besteht eigentlich darin, einfach nur runterzugehen. Die zweite ist schnell genug. Weiß gar nicht, 20 Sekunden? Ja, unter 20 Sekunden. So, wir waren schnell genug. Und wir sind sogar bis nach hinten durchgekommen. Das heißt, wir kriegen da einen Pilz. Und normalerweise ist das so, dass es dann hier auch einen Stern gibt. Nämlich, dass du den Kurs geschafft hast. Und der erste Stern ist der, dass wir schnell genug waren. So sieht's aus. Wir können eigentlich immer nur einen Stern mitnehmen. Warum eigentlich? Es gibt einige Aufgaben, wo es auch möglich ist, mit zwei Sternen weiter ohne speichern, die Möglichkeit auch gibt, dass wir zwei Sterne mitnehmen, denn diese geheime Aufgabe, die ich hier vorhin erzählt habe, von wegen jetzt sammle 100 Münzen, wenn du die gemacht hast, dann kannst du natürlich auch noch die andere Aufgabe machen. Also du musst nicht jetzt hier kommt da runter, jawohl. Du musst nicht hier versuchen, erst die 100 Münzen einzusammeln und dann noch eine Aufgabe irgendwie nicht zu machen zu dürfen. Das war knapp. Aber den Pilz habe ich schon wieder verpasst. So. Ich glaube, schneller als eben sind wir nicht. Nein, wir sind langsamer. Trotzdem hätten wir den Stern auch wieder gekriegt. Saubere Geschichte. So. Ja, extra Leben. Ich weiß, dass du mich nicht magst. Und damit haben wir Stern Nummer 3. Und so läuft das. Das ist Super Mario 64. Wenn ihr sagt, das sollte ein als Let's Play hier auf diesem Kanal laufen, Daumen nach oben. Sagt ihr, nein. Bloß nicht, das ist ganz doof, das Spiel. Daumen nach unten, wenn er sagt, ist mir eigentlich völlig egal. Ja, dann ist das auch super. Dann habt ihr dafür eigentlich abgestimmt. Ihr könnt für alles abstimmen. Ihr könnt überall Daumen nach oben geben, ihr könnt auch überall Daumen nach unten geben, ihr könnt auch mal nach hoch, nach unten, je nachdem. Du hast 3 magische Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Du kannst die Türen so oft passieren, wie du willst, aber pass auf, in höheren Stockwerken werden die Gegner viel stärker. Das weiß ich. Und wenn ihr das auch sehen wollt oder wissen wollt, dann stimmt dafür ab. Wir sehen uns zum nächsten Mal, zum nächsten Türchen. Bis dann und ciao.